Nein, ich habe weggeguckt. Ich habe den größten Fehler gemacht, und zwar wegzugucken. Oh, scheiße. Und da fühle ich mich echt wie so ein Noob, der das erste Mal spielt. Ich gucke weg von den Gegnern. Eigentlich will man ziehen, dass ich heute noch Level 40 erreiche. Da habe ich die Hälfte geschafft. Alter, Pavlo. Alter, dieser Typ, dieser Sniper. Pavlo ist halt mega heftig, ne? Ich konnte... Weil ich auf T gekommen bin, ne? Geil. Hat er sich gefreut, dass er einen Kill machen durfte. Auch ein Sniper drin. Nein, es war so ein Fehler. Alter, das war eine scheiß Runde. Pussy Campus. Bad Guy. Okay, ja, die haben wirklich ein bisschen gecampt, die Gegner. Alle spielen die schöne ACR, ich will auch. Ich will auch eigentlich ACR spielen. Oh, jetzt sind wir Level 38. Level 40 ist gar nicht so unrealistisch, dass ich das noch schaffen werde. Oh, P90, geil. P90. Oh, Hardhead. Können wir mal was testen? Ne, man kann nicht alle... Ach scheiße, man kann nicht die Tokens zurücksetzen. Es geht nur mit Black Ops 2. Ja, okay, schade. Okay, dann werden wir uns hier nochmal eine Klasse machen mit P90. So ist, glaube ich, alles ganz gut. Dann können wir gucken, was wir für die PP90 frei haben. Rotpunktvisier, brauche ich nicht. Hard, na, ich will hart. Nein, Hardhead, nicht Fallen. Wehe, Fallen. Fallen ist eine Kackmap. Nein, nicht Fallen. Kommt schon. Ihr wollt doch nicht wirklich Fallen spielen. Dann gehe ich nämlich raus. Ne, weil Fallen gebe ich mir nämlich nicht. Oh, eine Runde frei für alle. Auch wenn die mich aufregen werden. Wobei frei für alle ist so langsam. Frei für alle ist mir zu langsam. Oh, was spielen wir? Was spielen wir? Was spielen wir? Teamverteidiger. Teamverteidiger ist manchmal gut. Aber bitte eine gute Map. Okay, mal gespannt, was jetzt auf Terminal ist. Terminal ist eine relativ gute Map, ja. Wie gesagt, eine gute Map spiele ich gerne. Eine schlechte Map spiele ich ungern, egal welchen Modus. Ist ja irgendwie verständlich. Alter, da hört man schon die heftigen Waffen durchfetzen, die Kaliber 50. Echt schon Schiss, dass wir richtig auf die Fresse bekommen. Oh, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Mit der Waffe. Nein. Oh, ich bin doch so dumm und ich achte nicht auf meine Umgebung. Der hat mehr Luck als Verstand. Der spielt mit der FMG, also mit der Single. Einfach so. Da unten ist was Geiles. Nein! Oh, ich laufe auch immer in die Gänge rein, die taktisch so schlecht sind. Du hast keinen doppelten EP-Bonus mehr. Wenn man sich überlegt, dass ich die eine Runde ja 400 EP pro Kill bekomme, wenn wir die Flagge hatten.
Scheiße, jetzt ich hätte messern sollen. Und unsere Verbindung ist dann wieder sehr Premium. Okay. Wir können auch kein Host werden, weil mein Navi auf Mitte ist. Hä? Ach so, da stammt er. Mein Navi ist leider auf Mitte. Fragt sich der Geier, warum das so ist. Da hätte ich nämlich wenigstens keine Lags, wenn ich hosten würde. Muss ich vielleicht nochmal Ports öffnen. Irgendwie nächste Session. Okay, ich hab's mal wieder geschafft, dass ich mal wieder richtig am Abkacken bin. Ich wette, das macht euch Spaß, wenn ihr mich so richtig schön aufregt, ne? Ja, ja, gibt's noch was für, ja, ja. Kommen wir jetzt nochmal zu. Und ich wollte nochmal so ein bisschen anmerken, momentan weiß ich echt nicht, welche YouTuber ich gucken soll. Weil normalerweise habe ich immer ungespielt und sowas geguckt, nur das macht halt am meisten Spaß, wenn wirklich ein Projekt da ist und sowas, sowas so, weil so ein... Alter. Alter. Mann. Was ein Spasti. Es macht halt für mich immer nur Spaß. Also rein PvP macht mir nicht so einen Spaß, mal gucken. Also wenn sowas wie Hero hat es mir Spaß gemacht, aber jetzt so Ender Games habe ich jetzt schon relativ viel gesehen und ich habe jetzt auch schon genug davon eigentlich gesehen. Von meiner Seite aus sind trotzdem alles super Videos. Keine Frage, super, super Videos. Wenn es gefällt, sollte sie unbedingt angucken. Nur mir halt leider nicht mehr, deswegen gucke ich ja momentan immer so nach Alternativen. Kev gucke ich momentan ganz gerne, also LP mit Kev. Und dann gucke ich noch momentan. Evive gucke ich ziemlich gerne. Montana Black 88. Ja, aber so wirklich für Let's Plays ist eigentlich momentan keiner da, den ich gerne gucke. Ich habe ja früher relativ viel Pizza Meat geguckt. Das heißt relativ viel täglich, nur Pizza Meat. Aber mittlerweile... Ist halt leider kein Projekt da, was mir so gefällt. Deswegen gucke ich da halt momentan nicht. Adventure Pub habe ich mir normalerweise immer angeguckt, nur ist auch nicht mehr so meins, seitdem ich das halt ziemlich viel selbst mache und sowas. Ich weiß leider nicht, aber sind trotzdem auch super YouTuber. Die besten mit auf YouTube. Super Leute alle. Ich hoffe, ich kann auch ein Foto mit denen auf der Gamescom machen. Ja, da muss ich Maxi mitschleifen, dann. Der muss auch mit aufs Foto. Das muss sein. Das muss auf jeden Fall sein. Foto mit denen würde ich sehr gerne haben. Wollte schon letztes Jahr, nur da konnte ich leider nicht kommen, weil ich arbeiten musste. Und nur fürs Wochenende nach Köln lohnt es sich leider nicht. Dieses Jahr habe ich dafür Urlaub bekommen. Sehr geil. Also Urlaubsantrag gestellt und wurde gestattet. Für den Zeitraum. Deswegen kann ich da halt die ganze Woche da sein. Falls ihr Maxi oder mich treffen wollt, was ich irgendwie zweifle. Wer möchte uns schon treffen? Könnt ihr uns halt. Ja, müsst ihr am besten bei mir bei Twitter folgen, weil da werde ich dann wahrscheinlich sowas posten, wo wir gerade sind. Oder halt vorher eine PM schreiben, dass ihr da seid und uns treffen wollt oder bla. Ihr wisst schon, wie das läuft, dann können wir auch gern mal Hallo sagen. So ein bisschen quatschen und so. Ihr wisst schon, ne? Ein bisschen quatschen. Ein bisschen chillen, da hab ich Bock drauf. Würde ich sehr, sehr gern machen mit Abonnenten. Meldet euch. Wie gesagt, also, das ist auch, wenn ihr uns erkennen solltet, dann sprecht uns an. Wir sind alles nette Menschen, wir möchten gerne mit euch reden. Und das halt auch immer gut getimed bei der Gamescom, kann man sowas halt immer gut machen. Weil wir sind die ganze Woche da, Maxi fährt auch mit uns mit dem Auto mit. Der wohnt ja bekanntlich direkt bei uns in die Ecke. Komm schon, ich möchte ihn töten. Nein! Alter, bist du ein Noob.
Ich hab Angst hier. Scheiße, haben die eine Drohne. Oh. Ich hab ne Reaper. Oh, komm schon. Ich weiß nicht, wer das ist. Oh. Na, ja, ich bin eine Sekunde jetzt mit hier abgeschlossen. So, ich hole jetzt mal die Reaper raus. Ich muss gleich mal ganz kurz machen. Das ist halt das Problem. Das heißt, gleich würde ich die Session doch schon beenden. Von irgendwo werde ich schon anvisiert. Irgendwo ist eine Luft-Boden-Rakete. Also eine Abwehrrakete. Ja, das haben sie kaputt gemacht. Nee, doch nicht. War doch eine Person, die das gemacht hat. So. Gamescom freut mich auch schon drauf. Ist ja nicht mehr allzu lange hin. Wir haben ja schon. Mai haben wir ja schon. Und im August ist es. Und im August bin ich ja auch schön im Urlaub. Erstmal schön 2 Wochen in der Sonne genießen in Tunesien. Muss halt auch mal sein. Man kann nicht immer zu Hause hocken. Man muss auch mal weg von. Von den ganzen Sorgen, so Sorgen kann man jetzt wieder sagen. Und genau, deswegen, da bietet sich halt immer an, irgendwo in Urlaub zu fahren. Genau. Komm mal, der liegt an der Ecke. Marecke. Oh, ich bin Angriffer Predator. Predator raus, haben das wahrscheinlich ein scheiß Spot, die Predator zu zünden. Nein, ich hab natürlich veraimt. Ich werde sterben. Oh, ich bin fast. Komm schon, eine Reaper. Noch eine Reaper. Reaper, oh, das sieht ein Triple aus. Triple. Die Map ist aber halt auch scheiße dafür. Oh, ich kann natürlich immer wieder schön reinhalten jetzt. Die Map ist eigentlich schlecht dafür. Der Kran ist jetzt im Weg. Ich weiß nicht, von wo auf mich gezielt wird. Ja, ich werde down gehen. Scheiße. Schade. Die Runde verläuft schon wieder so ein bisschen mehr nach meinem Geschmack. Ah, der hat mich weggepanicknifed. Weil Panicknife natürlich auch nichts Schlimmes ist. Panicknife ist nichts Schlimmes. Fuck. Ich würde die Flagge auch gar nicht aussammeln eigentlich. Ja, eine AC-130 hatte eine. Ja, nimm die Flagge, dass wir dann gewinnen können. Nice. Gut, Leute, dann würde ich auch direkt damit sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahme. Die nehme ich später auch noch auf. Und jetzt muss ich kurz was erledigen. 37-7, letzte Runde. Ziemlich gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme.
Haut rein und ja, tschüss.